Er hatte vor ein paar Wochen verkündet, endlich damit aufzuhören. Ich sah jedoch keine Auswirkung. Er rauchte seine nach Vanille stinkenden Zigarillos einfach weiter. Wenn man ihn darauf ansprach, was ich natürlich nie getan hätte, doch Kollegen, mit denen ihn weniger verband, taten es manchmal, winkte er ab und sagte, es komme nur darauf an, was man sage und nicht, was man tue. Die Kollegen lachten, weil sie dachten, er hätte einen seiner Scherze gemacht, aber ich wusste, dass er es ernst meinte. Emerald glaubte nicht daran, dass Taten irgendwelche Konsequenzen nach sich zogen, wenn man nicht darüber redete. Also galt das ebenso umgekehrt. Wenn man lange genug über etwas sprach, dann trat es auch ein. Logik hielt er für überschätzt. Er lebte sein Leben lieber, als schriebe er einen Roman. Und Romane sind selten logisch.